Also da unten könnte das Monster von Loch Ness sein. Wegen Loch. So sollte das jetzt irgendwie, sollte ein Scherz sein. Ist ja gut, ich weiß, meine Scherze sind nicht lustig. Oh, Heather, passt da unten. Oh, fuck. Wasser ist nicht gut. Und das da hinten ist auch nicht gut, diese komischen Zahn. Wie tief geht denn das? Na super, jetzt wird auch noch ihr Röckchen nass. Das da hinten macht... Heather. Ja. Was? Wer redet da mit mir? Ja? Oh, sie hat ja gesagt. Leonard, where are you? Thank you. Now I can finally leave here. Was? Now Claudia's ridiculous dream is over. Well, I guess it's time to dispose of her. The salvation of all mankind. Come. Why must we reward even the unbelievers? What are you talking about? About our plans, of course. It's true that God is merciful. But first, one must be chosen. Only we, who hearken to the voice of God, will be given the keys to paradise. Don't you think so, Heather? Yeah, sure. Go ahead and think whatever you want. What do you mean by that? I mean that I don't think the way you guys do. I don't want any part of that kind of paradise. You're an unbeliever. You deceived me. I didn't deceive you. We were both just wrong about each other. I thought you were a normal person. So you tried to trick me? So you could run off with my seal, huh? Heretic! You planned to destroy God! I told you, I wasn't trying to trick anyone! What is this seal thing anyway? Oh, don't play innocent. You can't fool me anymore. The seal is mine. I was appointed by God to be its guardian. The only thing you'll get from me is a gruesome death. Leonard? Is that you? Death to all who turn their backs on God! Gott, bist du hässlich. Is every person here a mental case? Ja. Sicher. Well, I guess you're not a person anyway. Fall um. Moment, wir haben doch die super duper. Ach komm, den einen Schuss, den verhauen wir jetzt. Okay, wir haben doch noch ein bisschen mehr. Ich trete dich in ins Nirvana. Oder muss der da hinten rein? Trete dich. Arschloch. Oh, das war's. Silbertrophäe für so einen Gegner. Ich lach mich schlapp. Naja. Kann man nichts machen. Wie zum Himmel Donnerwetter bin ich denn jetzt da hingekommen? Irgendwie ist es in Silent Hill immer dämmerig oder Nacht. Leonard's not here anymore. Ist doch gut. I guess I should head back to the motel. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Raus aus dem Scheißkrankenhaus und weh, ich muss dann auch noch in die Schule oder sowas.
Huh? Hä? Ist das das Siegel? Yep. What's this? Haha, wir haben ein Siegel. Okay, Talisman. Okay, was haben wir denn hier sonst? Ach. Ach, ja. Jetzt weiß ich auch endlich, in welchem Raum ich bin. Wir waren in dem Klebstoffraum. So. Jetzt sehen wir wenigstens mal wieder was. So, wie komme ich denn am schnellsten hier raus? Ich würde sagen, oben rechts. Also, da. Lauf, Heather! Lauf! Bevor dich irgendwas noch einholt. Oder irgendjemand. Ist mir auch vollkommen wurscht. Was? Hauptsache raus, raus, raus. Raus! Raus aus diesem Scheiß! Aus diesem Scheißkrankenhaus! Jetzt habe ich in Silent Hill 1 gehasst, ich habe es in Silent Hill 2 gehasst und ich hasse es auch in Teil 3. Hm. Hoffentlich muss ich nicht wirklich noch in die Schule. Why did you send her to my father? Was that wrong? Was? It's your fault that he... But surely, it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent! You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? Huh. What do you know anyway? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you, kicked you, and made you cry. Oh, the memory of his cruelty is forever burned into my mind. Yes, yes. And that's why we need God. What you call faith is nothing more than a child crying out for love. That's why you're all alone. You don't understand. None of you do. Ich bleib bei Heathers Aussage, in dieser Stadt leben nur noch Bekloppte. So, wo ging's denn jetzt nochmal? Gut, oben rum. So schnell wie nur möglich. Gibt's keine Abkürzung? Irgendwas? Irgendwie? Musik gefällt mir nicht. Hä? Lass mich in Ruhe, Mist Höhle! Schieß dir den Arsch! So. Du tot, ich nicht. Oh, jetzt schnell zurück. Komm, kann ich da rein? Ja, war ja klar. Ach, lass was erstmal. Ganz tief. Hast du dich jetzt ausgekotzt? Immer noch nicht. Meine Güte, Frau, deine Ausdauer ist ziemlich schlecht. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja. Moment mal, die hier war doch irgendwas Bolorama, oder nicht? Ja, Bolorama. Können wir da nicht rein?
will nur mal wissen, ob's hier noch, ob die Pizza da noch liegt, die damals, der Fetzer gefressen hat. Boah, wie hieß der jetzt nochmal? No plan. Kein Plan, wie Fetti Specki nochmal hieß. Hund! Misthöhle. Elende. Noch eine blöde Töle. War das jetzt meine letzte Patrone? Nein, gut. Kaputt. Teil 2 war so offen. Ja gut, Teil 2 muss dich da auch hin. Und lang. Ich will unbedingt noch mal ins Bolorama. Da di di da du. Der Hinweg kam mir irgendwie länger vor. Fest zu. Schade. Jetzt kommen wir da nicht rein. Na egal. Geh mal zurück zum Hotel. Gucken, was uns da erwartet. Im Hotel des Grauens. Nein, natürlich nicht. Hotel des Grauens. Wo fährt die Kamera hier so blöd rum? Bin ich einfach schon da? Ach, wollte ich gerade sagen, ich bin noch lange nicht da. Lauf, Heather, lauf. Und nicht in Zeitlupe. Ah, jetzt geht's schneller. Und jetzt haben wir gleich wieder Slow Motion. Yep. Ich weiß nicht, wieso. Die Umsetzung von PS2 auf PS3 ist nicht ganz so gut gelöst worden. Töle! Okay. Leer. Immer dasselbe. Meine MG verschwende ich bestimmt nicht. Die brauche ich noch. Bestimmt irgendwie wie für den nächsten Boss oder sowas. Kann ich da rein? Nope. Kann ich noch nicht mal anklicken. Oh, ja, Gott, was ist das? Checkt's in! Zimmer 106 war das. No parking? Verdammte Axt, wo war Zimmer 106? Ja. Passt. Leicht zu finden.